Herzlich willkommen zu Lisas Welt, der Satire zum Mitnehmen von Report Mainz. Lisas Welt ist der Kinderblick auf die große Politik. Lassen Sie sich überraschen, was Lisa dieses Mal zu sagen hat. Die Merkel hat ihr Wort gebrochen mit dem Mindestlohn. Das findet der Hubertus Heil von der SPD eine Riesensauerei. Die Nahles auch. Der Beck sowieso. Von Amts wegen. Dafür findet es der Kauder von der CDU eine Sauerei, dass die von der SPD sich so aufregen. Wo es doch in der SPD viel größere Sauereien gibt. Zum Beispiel den Thierse. Der Thierse findet es nämlich eine Sauerei, dass der Kohl seine Frau im Dunkeln sitzen ließ. Dass der Thierse sowas sagt, findet die Merkel eine Sauerei. Und der Pofaller und der Kauder sowieso, von Amts wegen. Der Thierse findet das auch nicht mehr so toll und sagt, dass er das gar nicht gesagt hat. Deshalb findet es der Thierse eine Sauerei, dass die böse Zeitung sagt, dass er das gesagt hat. Jetzt tut's dem Thierse leid, dass er überhaupt etwas gesagt hat, sagt jetzt Entschuldigung. Kohl sagt, okay. Trotzdem fanden das mit dem Thierse alle eine Riesensauerei, sogar der Steinbrück. Dabei fand der Steinbrück auch den Wortbruch von der Merkel eine Sauerei. Aber darüber redet ja schon längst niemand mehr, bis auf den Münkel. Aber der hat ja eh nichts mehr zu sagen. Sauerei. Lisas Welt sehen Sie in Report Mainz, alle 3 Wochen im Ersten und natürlich im Internet unter reportmainz.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.